Die Obergasse in Haramanni-Dazeuzheim. Oder, wie Heike Kohlmann sie in Anlehnung an die teuerste Straße beim Monopoly nennt, unsere Schlossallee. Und für deren Sanierung soll die Anwohnerin jetzt noch tiefer in die Tasche greifen. Bei mir ist es von 8.800 auf 21.000 Euro gestiegen, der Preis für eine Teerdecke der Schlossallee in Niederzeuzheim. Ich war entsetzt, also vollkommen entsetzt, stinksauer und einfach fassungslos. Schon der erste Bescheid 2022 war saftig, bringt viele der rund 50 Anwohner auf die Palme und lässt sie Widerspruch einlegen. Das Resultat? Die Stadt berechnet die Grundstücksflächen neu. Und so müssen manche Anwohner jetzt eben mehr zahlen, auch Sigrid Arnold. Da ging der Puls hoch, weil das halt vollkommen unvorbereitet war. Weil ich halt wirklich gedacht habe, ich bin fertig. Ich habe halt auch den ersten Betrag gerade in einer Summe bezahlt. Insofern habe ich eigentlich auch nicht mit einem zweiten Bescheid gerechnet, sondern eher mit irgendwas anderem, was weiß ich, Geschwindigkeitsübertretung oder so, wie dieser Brief dann da im Briefkasten lag. Ja, es war ein Schock. Die so zur Kasse Gebetenen wollen nicht aufgeben. Gestern Abend trifft sich die Bürgerinitiative Niederzeuzheim wehrt sich. Ewald Schlitt organisiert den Widerstand. Der Ortsvorsteher kämpft auch für eine generelle Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Dabei soll eine selbstgebaute spezielle Maschine helfen. Das ist die Arschtrittmaschine, kurz und freundlich ATM. Die haben wir von der Bürgerinitiative für den Abbau der Straßenbeiträge haben wir die extra gestaltet, damit wir die Politiker ein bisschen motivieren können, mal loszulegen. Haramas Bürgermeister setzt sich zwar nicht auf den draußen bereitgestellten Stuhl, stellt sich aber drinnen den Fragen der Bürgerinitiative und erklärt, warum die neuen Bescheide für einige höher ausfallen. Bei der Stadt hatte man zuerst falsche Grundstücksgrößen angesetzt. Wir bekamen dann von unserer Aufsichtsbehörde die Empfehlung, die Bescheide nochmal abzuändern, weil nämlich drei Abschnitte oder mehrere Abschnitte gebildet werden mussten und wir hatten vorher alle Anlieger zusammen veranlagt. In Hessen darf jede Kommune selbst entscheiden, ob sie Straßenausbaubeiträge erhebt. Die Finanzierung der Sanierungsarbeiten alternativ durch wiederkehrende Straßenbeiträge oder eine Erhöhung der Grundsteuer zu finanzieren, wurden vom Magistrat der Stadt Hadamar seit Jahren abgelehnt. Deshalb habe es keine andere Möglichkeit gegeben. Wir haben in Hadamar eine Satzung, die ist von den Stadtverordneten beschlossen. Und sie ist auch, nachdem wir vor 4 Jahren angefangen haben, darüber zu diskutieren, letztendlich bis auf kleine Änderungen so beibehalten worden, sodass das unsere Rechtsgrundlage ist, die Anliegerbeiträge so zu erheben. Das Motto des Magistrats: Die Straßenbeitragssatzung fragt nicht nach sozialer Bedürftigkeit der Einzelperson, sondern bezieht sich rein auf die erbrachte Leistung. Auch gegen die neuen Beitragsbescheide haben die Betroffenen Widerspruch eingelegt. Bis zu einer Entscheidung entbindet sie das aber nicht von einer Zahlung. Zum Glück dürfen sie die Gebühren für ihre neue Straße monatlich abstottern.